Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Rätsel für euch und zwar ist es, als die Zukunft noch vor uns lag von Saskia Sarkinson. Also ich habe keine Ahnung, ob ich die Autorin richtig ausspreche oder nicht. Das ist ein Rezensionsexemplar, das habe ich netterweise vom Knauer Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt habe ich die Seitenanzahl vergessen, 395, genau. Und ja, hier geht es um Sam und Cat. Und Sam und Cat sind ungefähr so 20 Jahre alt, so in dem Dreh. Und das Ganze spielt 1983. Cat wohnt in Atlantic City, in der Stadt der Casinos und wo sehr viel ja, Gefahr, also sie wird so, Atlantic City wird so ein bisschen so als gefährliche Stadt abgestempelt. Klar, es hat so gefährliche Regionen, aber man muss halt wissen, wo man sich aufhält, zu welcher Uhrzeit und wie man damit umgeht. Cat ist Bestatterin und ja, sie wollte zwar immer amerikanische und englische Literatur studieren, hat aber nicht die Gelegenheit, beziehungsweise kann es sich finanziell nicht leisten, da sie ihre Eltern helfen muss. Sie wohnen noch zu Hause. Ihr Vater ist spielsüchtig, hat ein Zigaretten- und Alkoholproblem. Und ja, der Vater geht zwar auch arbeiten, aber das, was er arbeitet, geht eher so für die Schulden drauf, beziehungsweise fürs Casino. Und deswegen geht Cat arbeiten, damit sie halt mit Cats Einkommen wird halt die Miete und das Essen gezahlt, damit sie halt ein bisschen was haben. Und ja, so ist es halt. Und jeden Tag geht halt Cat auf ihre Bank sozusagen. Das ist halt ihre Bank. Also sie gehört nicht wirklich ihr, aber sie hat so das als ihre Bank abgestempelt, weil da eine Inschrift drin ist. Und ja, und sie sitzt dann halt immer auf der Bank und kann aufs Meer blicken, auf den Strand. Meistens geht sie dann hinterher noch an den Strand. Und sie findet es einfach wunderbar dort auf der Bank. Dort kann sie sich Geschichten ausdenken. Da sie ja mit Leichen zu tun hat, fragt sie natürlich halt auch immer nach den Vornamen. Und so tut sie sich dann sozusagen zu den Toten so ja, fiktive Geschichten ausdenken, was die vielleicht früher mal gemacht hat, bevor sie gestorben ist und lauter so Sachen um, ja. Und schreibt die meisten halt davon halt auch auf. Dann ist es so, dass sie halt Sam begegnet eines Tages und Sam kommt ihr natürlich, sticht sozusagen aus der Masse heraus und sie erkennt ihn sofort als Tourist, da sie sozusagen so ein bisschen neben ihm steht, beziehungsweise so ein bisschen weiter weg, aber sie hört, wie halt Leute fragen, ob er halt ein Foto von ihm machen könnte und er antwortet halt und sie merkt dadurch, dass er auf jeden Fall Brite sein muss, was natürlich auch stimmt und er kommt aus London und ja, da denkt sie sich halt dann zu ihm natürlich auch so eine Geschichte aus und ja, dann ist halt so, dass sie sich natürlich ein bisschen häufiger begegnen und dann kommt es halt so, dass sie sich halt näher kennenlernen und sich halt auch lieben lernen. Und aber beide wissen, dass es halt nicht für immer sein kann, da Sam natürlich nach 3 Wochen sein Visum ausläuft und natürlich zurück nach London muss, da er nur ja, durch Amerika gereist ist, um ja, so ein bisschen Erfahrung, was anderes zu sehen, um halt Abwechslung zu bekommen, um sich halt auch selber einen Kopf zu machen, was er jetzt als nächstes machen möchte. Da natürlich sehr große Veränderungen bei ihm anstehen und ja. Und so lernen sie sich natürlich ein bisschen näher kennen und dann ist halt so Tag des Abschieds kommt und also was ich noch sagen wollte. Sie erzählt ihm natürlich von der Bank und er erzählt ihr natürlich, dass es in England, wo er wohnt, natürlich auch so eine Bank gibt, die auch die gleiche Inschrift hat und dass er da auch immer hingeht und ja. Und dann wollen sie sich halt sozusagen Versprechen abgeben, dass sie sich halt mal in London treffen und halt auf dieser Bank und ja.
Dann kommt natürlich Tag des Abschieds und dann geht bei Cat natürlich einiges natürlich drunter und drüber und sie kann ihn nicht verabschieden am Flughafen und er wollte ihr natürlich noch so vieles erzählen und was er ihr nicht gesagt hatte, weil er es nie für den richtigen Zeitpunkt gehalten hat. Und ja, er hat natürlich ihre Adresse, er schreibt ihr und sie wartet sehnsüchtig die ganze Zeit auf einen Brief von ihm, bekommt aber nie einen. Und er wartet sehnsüchtig, dass sie antwortet. Und dann ist für beide kommt natürlich dann auch so ein bisschen Umbruch ins Leben und ja, ihr Leben verändert sich. Und aber innerlich wünschen sie sich die ganze Zeit, den anderen wieder bei sich zu haben und das Ganze mit denen teilen zu können. Und Sam macht sich halt dann jeden Tag zu dieser Bank und wartet in der Hoffnung, dass er Cat trifft. Und ja, und so geht es halt viele Jahre und ob sie sich natürlich wieder treffen und was dann natürlich aus denen wird. Und was sie dann alles so erlebt haben und passiert ist in ihrem Leben, müsst ihr euch natürlich selber herauslesen. Mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Das Ganze ist natürlich in Perspektiven, in verschiedene Perspektiven eingeteilt. Und der Prolog ist 2004. Und sonst fängt es März 83 an und geht natürlich bis September 2004. Oder? Ja. Beziehungsweise September 2044, ja. Also im Epilog, aber ich fand es richtig toll. Also es hat wirklich 5 Sterne von mir bekommen. Ich habe mich wohl gefühlt. Man fliegt förmlich über die Seiten. Es ist ein sehr, sehr schöner, einfacher Schreibstil. Und ab und zu sind natürlich auch solche Schnipsel mit drin. Wir haben auch Briefe mit drinne und ja, wir haben natürlich auch einen Song. Genau. Hier ist zum Beispiel halt auch ein Song mit drinne und hier ist der Brief, den Sam sozusagen schreibt und ja, und das sind natürlich noch in mehrere Teile eingeteilt und ja. Und es ist natürlich halt auch immer noch mal separat in Kapiteln eingeteilt. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, es gelesen zu haben. Ich bin gespannt, ob ich von der Autorin noch mal was lesen werde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ich verlinke euch natürlich unten das Buch in der Infobox. Da könnt ihr euch in Ruhe den Klappentext durchlesen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!